Ja, hallo. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Und wir sind ja immer noch in dem Bereich Atem, Atemrhythmus und die verschiedenen Körperhaltungen und Bewegungsrhythmen. Darüber möchte ich heute gerne ein bisschen was sagen. Es ist so, dass, wie ich ja schon ein bisschen erläutert hatte, wir, wenn wir den ersten Atemzug nehmen, beeinflusst werden durch entweder die dehnende Kraft des Mondes oder durch die Länge, die in die Länge ziehende Kraft der Sonne, dass wir dadurch bestimmte Atemimpulse, Atemverstärkungen erfahren konnten und können heute noch. Und wenn ihr euch jetzt Folgendes vorstellt, ein sogenannter Einatmer braucht die Einatmung, um in die Kraft zu kommen, also braucht vor jeder Kraftanstrengung einen Einatemzug, wohingegen ein Ausatmer einen Ausatemzug braucht, um dann seine Kraft zu erfahren. Jetzt ist es ja ganz oft so, wenn wir trainieren, zum Beispiel in Fitnesscentern oder wenn wir Bücher lesen über wie funktioniert richtiges Laufen und dabei richtiges Atmen, dann werden wir ganz oft konditioniert von den Trainern, die sagen, ich mache euch ein Beispiel, ich hatte einen jungen Mann bei mir, der so im Fitnesscenter, dieses Runterziehen, wie auch immer es heißt, ja, gemacht hat. Und er hat dabei immer pfft ausgeatmet. Ja. Jetzt war dieser junge Mann oder ist dieser junge Mann aber ein Einatemtyp. Das heißt, in dieser Kraftanstrengung, was ja dieses Runterziehen der Gewichte ist, ist es für ihn viel, viel besser, einen Einatemzug zu machen, nämlich diese, ja, so wie bei mir auch. Ich bin auch ein Einatemtyp, das heißt, ich hole mir meine Kraft aus der Einatmung. Was bedeutet das jetzt, wenn wir, ich sage mal, anders konditioniert werden durch Trainer, durch Lehrer, durch Bücher, oder einfach nur durch Kopieren? Es bedeutet, dass wir die Kraft woanders herholen müssen. Es bedeutet, wenn wir nicht mehr in unserem natürlichen Rhythmus sind, sondern in einer Konditionierung, dass wir dann ganz leicht Gefahr laufen, uns zu erschöpfen und nicht die uns gegebene Kraft, die wir aus dem Atem holen können, zu nutzen. Ein gutes Beispiel für Konditionierung sind Sitzpositionen, das Stehen, Positionen ist auch das Liegen. Und ich habe mir heute mal einen Stuhl mit Lehne geholt, weil ich euch heute mal so ein bisschen zeigen möchte, wie das beim Sitzen zum Beispiel, welche Unterschiede es da gibt. Ich drehe mich mal so ein bisschen zur Seite. Und ihr seht, ich lehne mich hier so ganz leger an. Ja? Dieses legere Anlehnen, dieser runde untere Rücken und dieses so ein bisschen den Kopf in den Nacken nehmen, ist meine Bequemhaltung, ist meine Haltung, wo ich wirklich gut sprechen kann, wo ich frei bin hier in der Lunge und auch im Hals. Ich brauche diesen freien Halsraum und diesen leicht in den Nacken gelegten Kopf, um wirklich die Freiheit im Sprechen zu haben. Das ist eine lunare Sitzhaltung, eine einatembetonte Sitzhaltung. Mein Einatemkorb hier ist frei, ich kann tief einatmen. Ne? In den Brustkorb, in die Weite hinein. Ein ausatembetonter Mensch, ich zeige euch das mal, sitzt er so, ja, er sitzt eher so auf der vorderen Kante, vor den Sitzbeinknochen, er hat den Kopf eher hier im langen Nacken, nach unten, eher schauend. Der kann der stundenlang sitzen, ohne Lehne, überhaupt kein Problem. Hat er auch wenn ihr das jetzt nicht sehen könnt, vielleicht ein leichtes Hohlkreuz. Und was mir hier jetzt nicht möglich ist, und ihr merkt es schon an meiner Stimme, vielleicht ich muss mich sehr anstrengen, hier sprechen zu können, weil mein Hals hier zugeht und weil mein Bauch jetzt hier nach außen fallen kann. Und durch dieses nach außen fallen des Bauches bin ich in die Lage, einfach in diesen Bauch hineinzuatmen und weniger in diesen Brustkorb. Ich setze mich jetzt mal wieder bequem hin, so wie ich. Für mich das eher besser ist. Und es ist jetzt also so, dass wenn wir reden, wenn wir sprechen, insbesondere viel bei Lehrern oder bei Vortragenden, aber auch wenn wir körperliche Anstrengung machen, dass wir schauen dürfen, wo fließt mein Atem hin? In die Brust oder in den Bauch?
ja, um dort unsere Kraft herzuholen für das, wie wir ursächlich mal, ich nenne es jetzt mal programmiert, auch wenn ich das Wort nicht so sehr mag in dem Zusammenhang, aber wie wir ursächlich mal programmiert wurden. Weiteres, Körperhaltung, was kann ich euch noch dazu sagen? Ein Einatmer, wie ich einer bin, schläft zum Beispiel gerne in Rückenlage. Ja? Das heißt, er hat die Möglichkeit, wirklich in den Brustkorb hineinzuatmen, mit einem ganz flachen Kissen, dass der Nacken auch so leicht überstreckt ist. Ausatmer präferieren normalerweise eher die Bauchlage. Und zwar deswegen, weil sie dann in ein leichtes Hohlkreuz gehen können und somit diesen Bauch, den sie brauchen zum Atmen, weil es ihr Atemraum ist, viel weiter rausfallen zu lassen. Es wurde beobachtet von einer Ärztin, das habe ich euch mal als Zitat mitgebracht, das ist die Frau Dr. Schäfer-Schulmeier und die hat bereits 1963 etwas publiziert zu dieser Veranlagung, die die Menschen haben, bedingt durch, wie gesagt, diese dehnende Kraft des Mondes oder durch die Längenkraft der Sonne, wenn sie den ersten Atemzug machen. Weil, wie ich gerade gesagt hatte, es geht ja um Kraft auch dabei. Wo hole ich mir die Kraft her? Wo hole ich mir die Energie her? Und sie hat beobachten können über ihre langjährigen Studien, über langjährige Beobachtungen an Patienten und auch am Ausprobieren, dass die unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Kraftseiten haben, rechts oder links. Und somit bedingt auch dieses Thema Rechts- oder Linkshänder, was mir ja in einer Rechtshänder betonten Welt, in der wir uns ja eher befinden, immer wieder sehen können, dass Linkshänder jetzt nicht mehr so häufig wie früher, aber umtrainiert werden, weil halt vieles einfach auf Rechtshänder ausgelegt ist, ob das die Gitarre ist oder die Schere. Und was wir beobachten können ist, dass, oder was sie beobachten konnte, besser gesagt, ist, dass es eigentlich, und sie hat eine Studie an Tieren gemacht, dass es eigentlich eine Gleichverteilung von Rechts- und Linkshändern ungefähr 50-50 gibt und hat daraus geschlossen, dass das auch beim Menschen so sein sollte. Und sie hat etwas geschrieben, das möchte ich euch gerne vorlesen. Sie hat geschrieben, es ist auch wichtig zu wissen, dass die Links- oder Rechtsveranlagung einer jeweiligen sogenannten Kraftseite entspricht. Dieses sollte bei allen Tätigkeiten, besonders bei denen, die Kraft beanspruchen, berücksichtigt werden, weil Herz und Kreislauf auf diese Belastung angelegt sind. Warum erzähle ich euch das? Wir haben Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ja die Erkrankung, an dem die Menschen am meisten sterben, mag jetzt dahingestellt sein, wie sowas diagnostiziert wird. Mir geht es darum, dass ihr wirklich euch mal hineinspürt, wo ist eigentlich meine Kraftseite? Was ist meins und was ist nur antrainiert? Atme ich, wenn ich zum Beispiel etwas Schweres hebe, eher ein vorher oder eher aus? Ohne darüber nachzudenken, einfach mal im Nachhinein schauen, was habe ich eigentlich gerade gemacht? Warum sage ich das? Weil Atem ist Rhythmus und in diesen Rhythmus zurückzukommen, in dieses, wo bin ich, wo ist meine Kraftseite, welche Hand sollte ich eher benutzen? Also ich benutze zum Beispiel eher die linke Hand, wenn ich Sachen machen muss, wo viel Kraft erforderlich ist, obwohl ich ein Rechtshänder bin, ja, dass ihr da mal schaut, was mache ich eigentlich? Warum bitte ich euch das? Mir geht es darum, dass ihr wieder selbst zu dieser Ursprünglichkeit zurückkommt, die ihr eigentlich habt und die uns ganz oft so abtrainiert wird auch, aber auch abtrainiert wird durch diesen Stress, der in der Umgebung ist. Wir können nicht mehr darauf achten, wir sind gar nicht mehr bei uns, wir können gar nicht mehr in unserem Körper sein. Und dass ihr dadurch zurückkommen könnt in dieses, wo hole ich mir die Kraft her und wie darf es einfach gehen? Meine große Vision, mein großes Motto ist ja immer wieder, den Menschen zu zeigen und sie darauf aufmerksam zu machen, dass es einfach sein darf. Und ich möchte euch noch einen zweiten Fall schildern. Der zweite Fall ist eine Bekannte, mit der ich mich unterhalten hatte. Da haben wir auch über Atem geredet und die Asthmatikerin war.
Und diese Frau, und wenn man Asthmatiker ist, kriegt man ja beigebracht von Therapeuten, von Ärzten, die sogenannte Kutschehaltung. Das ist eine Haltung, in der man so die Unterarme auf die Oberschenkel legt, wie so ein Kutscher auf so einem Kutschbock. Und wenn man die da so rauflegt, dann kann man nämlich die Atemhilfsmuskulatur, die sich hier in den seitlichen Rippen unter anderem auch befindet und auch das Zwerchfell, kann man durch diesen Druck, den man ausüben kann, kann man die benutzen, um tiefer einatmen zu können. Und ich habe sie dann, und sie hat immer gesagt zu mir, das hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe da totale Panik gekriegt, Atemnot und bin fast erstickt. Und die Therapeuten hätten immer wieder gesagt, ja, aber das ist aber das, was du tun sollst. Du brauchst die Atemhilfsmuskulatur, du darfst tief einatmen, hier in dem Brustkorb, der darf sich weiten. Und dann überwindest du diese Asthmaanfälle. Und was wir dann gemacht haben, ist einfach mal geschaut, was ist sie eigentlich für ein Atemtyp. Und das Spannende war, dass sie ein Ausatemtyp war. Der Ausatmer hat, das hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt, hat eher einen zentrierten Brustkorb, der eher, ich will nicht fixiert sagen, aber der schon relativ starr ist und dafür ein weites Becken, einen lockeren, weichen Bauch für die Atmung, weil er ein Bauchatmer mehr ist. Das heißt nicht, dass sich der Brustkorb bei der Atmung nicht bewegt, das heißt aber, er atmet eher in diesen weichen Bauch hinein. Und was passiert, wenn ich diese Kutscherhaltung einnehme, und ihr könnt es gerne einfach jetzt mal ausprobieren, ist, dass ich meinen Bauch festmache, damit ich die Atemhilfsmuskulatur hier oben nutzen kann. Das heißt, und wir haben das dann später mal ausprobiert, für diese Menschen ist eigentlich eine Haltung wie dieses Verschlingen der Arme, da gibt es auch Yoga-Positionen, Garudasana, ich hoffe, ihr hört mich noch, dass dieses Verschlingen der Arme, die eigentlich den Brustkorb festmacht, die Weite im Becken und im Bauch ermöglicht und dadurch es ihr ermöglicht hätte, sie ist jetzt, hat kein Asthma mehr, wurde gut homöopathisch begleitet, aber es ihr ermöglicht hätte damals, ihre Atemkapazität zu nutzen und aus dem Asthmaanfall ganz leicht herauszukommen. Was eben dabei so schade ist, dass das viele nicht wissen, dass halt die Vorgaben, die Rahmen, die Regeln, wie etwas zu sein hat, ganz oft von Therapeuten, von Ärzten, von Menschen, die Bücher lesen, einfach nur übernommen werden. Und weil sie für einen selbst passen, weil man halt der entsprechende Atemtyp ist und man nicht sich diese Offenheit gönnt, zu sagen, es darf bei anderen aber anders sein. Und dazu, und das war mein Fazit für heute, Körperhaltungen, Bewegungsrhythmen, möchte ich euch einfach mal einladen, dass ihr das für euch beobachtet, wo ist eigentlich mein starker Arm? Was mache ich eigentlich, wenn ich in die Anstrengung gehe, ohne darüber nachzudenken, atme ich ein, atme ich aus. Also ohne darüber nachzudenken heißt dann halt erst, dass ich es im Nachhinein beobachte und es dann vielleicht einfach nochmal ausprobiere. Euch einfach mal einladen, das zu tun, um diese strengen Vorgaben, wie etwas zu sein hat, zu hinterfragen. Ich hoffe, dass ich euch hier ein paar Inspirationen geben konnte, wie Atem, Rhythmus, Atem, Körperhaltungen einen Einfluss haben auf den Atem und wie ihr euch Kraft und Energie holen könnt, einfach nur aus dem Atem heraus. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like gebt, wenn ihr vielleicht sogar meinen Kanal abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst, und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ihr könnt auch gern mich sonst kontaktieren, ich schreibe gern zurück oder wir telefonieren. www.manjazie.com, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.